Moin moin liebe Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Icarus. Ja, Icarus, wir sind da, wir sind wieder hier. Es geht natürlich weiter. Weiter geht es hier. Schritt für Schritt. Ich werde mir jetzt aber erstmal meine Sachen hier herstellen. Oh, ja, okay. War es wohl, ne? So, Nähset. Wie viel dürfte ich? Ja, mache ich mal das. Damit das Nähset auch schon mal da ist. So, Wetter incoming. Eine Werkbank. Eine Werkbank, Fasern. Eine Werkbank. So, einmal das. Bauen wir die Werkbank nämlich auch schon mal hin. Und in der Werkbank gucke ich dann gleich mal, ne, wegen dem Regenauffangbecken, dem Oxidgedöns. So, Werkbank kommt mal hier hin. Da muss ich noch kurz gucken. Reparatur Holzhammer. Dass der auch auf jeden Fall mal da ist. So. Das Regenauffangbecken kann ich sogar schon direkt einmal herstellen. Dann der Oxidlösungsmittel könnte ich auch direkt, glaube ich, wenn jetzt das Regenauffangbecken durch ist. Jo, Alter. Na, warum auch nicht, ne? Gut, da bräuchte ich Holz. Das mache ich auch als nächstes einfach mal. Hol ich mir noch mal ein bisschen Holz. So. Na, dann einmal herstellen. Was fehlt dir denn? Ein bisschen Leder. So, es sind zwar bisher nur leichte Winde, aber vielleicht kommt ja noch ein kleines bisschen Regen dazu. So, dann das mal da rein, das da rein. Dann brauche ich nochmal Schwefel, damit das nämlich auch schon mal läuft, ne? So, wie sieht es hier aus? Einmal das, einmal das. So, Moment. Werkbank mache ich erstmal, ja, das ganze Zeug hier kurz rein. Ja, bis jetzt ist einfach nur Wind, ne? Kein Regen, nichts da. Wollte mal kurz gucken nach Schwefel. Na, da ist ein Erzbauvorkommen. Da hätten wir aber noch Oxid. Nur Winde, ne? Kein Regen. Schade. Aber gut, Wasser habe ich glaube ich noch, ne? Ja, guck mal hier. Oh, Alter, guck dir an, wie lange das. Das hält ja ewig. Ewig und drei Tage. So, Schwefel, wo bist denn du? Nichts Schwefelmäßiges hier in der Nähe oder was? Naja, dann hau doch ab. Da hinten, da ist Schwefel. Ich habe schon ein ganz schönes Stück hier laufen.
Okay. Gut. Dann noch ein Baum fällen. Ja, durch den Sturm ist natürlich jetzt alles ein bisschen reduziert hier. Aber egal. Sturm ist auch gleich vorbei. Ich, alte Gams, habe ich. Jawohl. So, halt, warte mal, das Schwefel erstmal hier reinpacken. Genau, das Schwefel nämlich mal reinpacken. Das Oxid da reinpacken. Und dann haben wir Fasern. Warte mal, ich habe ja immer so viele Punkte hier übrig. Ne? Gerade am Anfang brauche ich halt auch Fasern. Ja, Knochensichel. Weißt du, dass ich die mal herstelle? Und dann kann ich nämlich eigentlich auf Fasern gut besorgen, weil, weißt du, bis ich nachher bei einer Stahlsichel bin und so, das dauert natürlich mal ein bisschen. Auch ich habe noch gar keine. Ja, guck mal, der Knochensichel ist auch schon gut. Ich habe noch gar keine Fackel gemacht, ne? Die habe ich diesmal tatsächlich vergessen. Ja, und da läuft es dann auch. Mit den Fasern, 20.16 Uhr. 0 Liter drin, das macht nichts. So, warte mal, der ist auf jeden Fall mal aufgepumpt. Das Fleisch mal reinpacken. Mmh, wunderbar. So, aber jetzt mal gucken, ob das die ist. Ob ich damit recht behalten habe. Rustic Decoration Bench. Ich denke aber schon. Mach ich mal direkt hier nehmen. Ja. Stelle her und platziere eine rustikale Kosmetikbank. Großer rustikaler Esstisch, rustikales Bücherregal, rustikale Essstühle, Couch, Couch, Bett, Statuen, Feuerstelle, oh, Nachttisch. Das ist also das, was ich alles hier herstellen muss. Da eigentlich alles nur aus Stockfasern, ne? Hm, da bräuchte ich Eisennägel. Also Eisennägel bräuchte ich definitiv. Ein großer. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Das Ding hier ist nämlich Englisch. Und mein Auftrag ist Deutsch. Okay, da muss ich mich dann ein bisschen durchbeißen. Aber ein großer rustikaler Esstisch. Rustic Coffee Table. Ich würde jetzt den hier vermutlich mal sagen.
Ja. Okay. Couch, rustikales Bett ist hier. Also ich brauche auf jeden Fall Eisen. Dann bereite ich eher erstmal das Eisen vor. Also Steinofen erstmal. Erstmal einen Steinofen. Ja, wir schon wieder so gut wie alles. Ja, man. So. Dann kann ich da schon mal Eisen und Kupfer machen. Ne, genau hier. Eisenbarren brauche ich nämlich dann da. Also muss ich Eisen suchen. Jetzt lass mich kurz das alles mal herstellen. So, Nähsets. Nicht zu wenig, genau. Das passt aber. Ich werde mal hier das mal da reinsetzen. Ja, das mache ich dann wieder Schwefel kurz mit rein. So, Stöcker da rein. Fasern. Ja. Ein Nickerchen machen. Ich bin da. Und dann halten wir uns nach einer Höhle Ausschau. Ein Reh, was wegläuft. Ich glaube, hier um die Ecke, da müsste aber auch irgendwo eine Höhle sein, ne? Vielleicht auch nicht. Man kann ja nicht alles haben. Warte, ich habe hier einen Stein zum Reparieren. Okay, einmal reparieren. Ne, hier ist tatsächlich keine Höhle dran. Okay. Jetzt bin ich da, laufe ich gerade lang, okay. Es hat sich gerade irgendwie angehört wie Schnüffeln, ne? Da lag gerade Kohle. Okay. Keine Höhle hier, ey. Mann, ja, in diesen Dingern glaube ich eher weniger, ne? Das ist eher so in diesen kleineren Teilen, ne? Gehen wir mal dahin. Ja, ich glaube, hier hinten hatte ich, glaube ich, alle gefunden, aber ich will ja nicht so weit laufen. Bist du denn? Schwefel, ach, Schwefel, ja klar, Schwefel. Also wenn das alles ist, ne, was ich bauen soll, dann fresse ich echt einen Besen. Weil das ist ja nix. So. Alter, was ist denn das für eine blöde Gegend hier? Keine Höhle.
auch nichts Ersichtliches, was ich aufschlagen könnte. Ich will nicht immer so weit laufen. Oh mein Gott. Das ist aber jetzt echt... Hui. Hui. Hui uni fui. Oh, okay. Nicht schlecht. Mal ein Plätzchen, wo die Höhlen nicht gerade um die Ecke sind, gell? Oh. Da ist keiner. Ich hab gedacht, jetzt habe ich eine gefunden, aber Gott, oh Gott. Alter, okay, das ist natürlich jetzt echt. Echt ein bisschen. Blöd gelaufen. Okay, komm, weitersuchen, weitersuchen, weitersuchen. Ich brauche mein Eisen, damit ich relativ zügig auf meine Eisenrüstung alles gehen kann. Da ist auch nichts, ne? Nichts zum Kleinschlagen oder so. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so... Lauf, mein kleiner Lauf, lauf durch die ganze Gegend. Nein, auch nichts. Aber hier. Guck mal, da ist doch eine Höhle. Da ist doch eine Höhle. Und eigentlich gar nicht mal so weit weg, ne? So, ihr Bestien. Wollt ihr nicht rauskommen? Haben wir da, da haben wir Platin, da haben wir Kupfer, hier haben wir Eisen. Denn? Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr raus. Aluminium, Eisen. Schon mal ganz praktisch jetzt mit dem, mit der Spitzhacke, dann kriege ich schon mal gleich ein kleines bisschen mehr raus, ne? Da ist noch mal Kohle. Hui. Hui, das ist aber echt.
Menge Eisen hier drin. Regenschauer. Na, das ist doch mal toll. So, warte mal, Kohle. Habe ich Kohle? Ein bisschen Kohle habe ich. Also das heißt, hier vielleicht nochmal Kupfer mitnehmen. Hier in der Ecke das Eisen. Da oben ist nochmal Eisen. Ja. Okay, so. Mit die leichten Regenschauer nach draußen, nach Hause. Na hoch. Oh. Hallo Wölfchen. Warte. Warte. Noch ein Wölfchen, okay. 117 Kilo. Na, okay, ich muss die Knochen da liegen lassen. So. Schon mal ordentlich Eisen mit eingepackt. Aber ich glaube, hier brauche ich auch nichts Großartiges bauen, ne? Also wie gesagt, da diese rustikalen Sachen, dann ist diese Mission auch relativ zügig, vermutlich zügig fertig. Ich weiß nicht, warum da zwei Totenköpfe sind für den Schwierigkeitsgrad. Das kann ich natürlich überhaupt nicht sagen. So, das Zehefleisch auch mal da zum anderen Fleisch. Dann schmeißen wir gleich mal hier das Ding mal an. Ich kann da gleich nämlich ordentlich hier Eisen zaubern. Ach so, warte mal hier, dann mache ich mal einen zum Nachfüllen. Nun mal. Ich kann nämlich immer einfach nur austauschen. Nämlich auch sehr praktisch. Stockfasern und Holz, ne? Mhm. Aber Stöcker. Fasern. Gut, Holz muss ich sammeln. So, Stöcker, Fasern. Das packe ich jetzt mal da mit rein erstmal. Was brauche ich denn hier? Steine? Holz. Also Steine. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Dann würde ich mich hier gucken, dass ich mich hier nochmal vom Holz befreie, von den Bäumen. Vielleicht da
Wieso hat er nicht mehr aufgesammelt? Okay, muss ein Fehler gewesen sein, weil jetzt sammelt er wieder auf. Alles klar. So, jetzt sind wenigstens schon mal ein paar Liter Wasser hier drin. 16 Liter Wasser, das ist doch schon mal perfekt. So, also Holz und Stein für mein Amboss. 40 Stück. Er braucht jetzt noch ein bisschen. Alles klar. Stück und Stein. Sind alle fein. Rustic Coffee Table. Interessant, ne? Das ist eine 3-Seater-Couch, 2-Seater-Couch. Oh, das ist ja mal süß. Das ist ja mal echt süß. Es ist aber nichts abgehakt. Großer rustikaler, baue eine rustikale Hütte und richte sie ein. Dann war der wahrscheinlich falsch. Rustic Stool, Round Table, Large Table, ach so, da. Okay. Machen wir mal so. Okay, alles klar. Ja, alles klar. Dann würde ich ganz ehrlich sagen, fertig für heute. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss.